Hier, pass auf, da machen wir uns erstmal ein bisschen Kram. 1, 2, 3. So. Für die Höhle. Fürs Team und für mich. Also hauptsächlich für mich. Dann brauchen wir einen Blooper. Dann brauchen wir eine Hose. Ich glaube, Mütze habe ich schon auf. Und Schuhe. Ups. Logo brauchen wir nicht. La, 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 la. Zack, zack, zack. Hey, ich habe keine Mütze mehr. Hatte ich nicht eine? So, dann eben nochmal. So, bei uns hat eine Mütze. Kriegen wir noch hin. Okay. Nein. Achso, ich habe noch Toast. Die könnte ich jetzt mitnehmen und die könnte ich eigentlich auch wieder runter in die Kiste packen. Ich nehme einfach mal ein paar Burger mit. Blagger mit. Lock. So, die packe ich unten wieder rein. Die Toasts. Da waren eh keine mehr drin. Deswegen hat auch nichts gezogen. Okay. Einen Schraubstock habe ich auch noch. Den packe ich mal hier draußen an die Werkzeugkiste. La, la, la. Die ist schon voll. Ja, komm denn. Oh, das sieht anders. Da sind ja noch Pflanzen drin. Ja, was mache ich denn damit? Mitnehmen. Ich heule nachher wieder rum. Ich habe keinen Platz mehr. Ich wollte sowieso erstmal Obsidian schlagen gehen. Dafür brauche ich doch noch ein Ei. Haben wir da. Ach, bin ich wieder gut heute. So. Dann gehen wir erstmal ein bisschen Obsidian sammeln. Die Kühe fühlen sich sehr wohl. Man hört es. Sehr wohl. Hier ist noch eine freilaufende. So, lass mich mal eben gucken. Ich war doch irgendwo la la la. La la? Ah, la. Oh, la lava. Ich höre Monster. La la war noch hier dran. Wo muss ich denn ran? Habe ich das Ding jetzt fallen lassen? Nee, da ist es noch. Hier, hier, komm. Los, komm. Hier. Dann, dann. Komm ich an die Lava ran, du Idiot. Hast du mir gerade mein... Ist der gerade gestorben, der kleine Wicht? Der kleine Wicht, der mag das nicht, wenn ich ihm mit der Hacke stich. So, damit wir erstmal unsere Level wegkriegen. Wir haben schon 47 Stück, da müssen wir unbedingt mal was verzaubern. 30 reichen ja im Prinzip schon. Und dann geht's aber los. Dann wollte ich mal in die Höhle gehen. Wir bauen natürlich auch noch weiter. Das Glas hätten wir sogar schon, um einfach mal die Fenster noch zu machen. Tja. Na, vielleicht mache ich das ja noch. Mal gucken. Bam, bam, bam. Okay. Oh. Wenn mich jetzt einer reinschubst, dann freue ich mich aber wie Bolle. Plöpp. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel habe ich denn jetzt schon? Ein paar habe ich schon. Na gut, dann holen wir noch ein, zwei. Irgendwas schwimmt da gerade in Lava. 8 Stück müssten eigentlich reichen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ich muss mir unbedingt mal wieder ein Helferlein mieten. Ach, ich möchte das gerne wieder, möchte den gerne wieder als Server benutzen. Da, 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 dam, da, 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 dam. Wo muss ich lang, Mann? Wo war die Mine dann? Ich komme hier noch wann? Irgend mal an. Und dann renne ich so schnell ich nur kann.
warte, die packen wir nochmal rein. Hier brauchen wir noch, den packe ich noch. Einmal zwei Diamanten. Diamanten. Und einmal ein Buch, bitteschön. Ich hoffe, das war das Buch, was ich brauche. Was ist denn das? Tinkers Waffen von Sheriff Bone. Ah, Tinker. Genau, den Tinker-Mod habe ich jetzt noch drin. Ich habe ihn aber noch nicht benutzt, gar ausprobiert. Sondern lass ihn erstmal eine Ecke verschimmeln, damit ich hier meine sonstigen Sachen erstmal weitermachen kann. Wenn ich damit jetzt auch noch anfange, dann sehe ich nachher gar nicht mehr durch. Ach so. Einen Zaubertisch könnte ich eigentlich in die Bücherei erstmal stellen. Also hier irgendwo hin. Hier kommen ja später eh noch Bücher dazu. Jetzt bräuchte ich natürlich auch die Bücherregale. Die Bücher brauche ich noch. Wie viele Bücher habe ich denn da? 8 Stück. Ein bisschen wenig. 14 Leder ist auch nicht gerade die Welt. Gut. Würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Landwirtschaft. So. Freunde. Gertrude. Möchtest du zu deinen Freunden? Ja, ne? Ja, keine Angst. Dir wird da nichts noch nicht passieren. Kommst du rein? Na komm, Gertrude. Die hören sich doch schon ganz geduldig an. Oh. Trudi. Trudi? Ach, jetzt komm doch mal rein. Rein sollst du, nicht Mu. Mu sich erst vorbeikommen. Jetzt stehen zwei draußen. Ja. Kommst du denn so rein hier, Gertrude? Ich weiß, ich habe dich als Maskottchen genommen, aber im Stall bist du doch viel besser aufgehoben als hier. Ach, lass dich von deinen Freunden doch nicht ärgern. Nur komm schon. Gertrude will nicht rein. Kann ich nichts dafür. Nee, Gertrude will nicht. Weißt du was? Tschüss. Ach, jetzt willst du. Nein, nein, komm. Weg deinen Arsch hier rein! Komm jetzt. Also geht doch. So, die Damen. Mu, mu, mu. So, hier machen wir eine Edelmu-Farm. Vielleicht sollte ich noch ein paar Schokobäume hinstellen. Machen wir Schokoladenmilch. Wie wäre das eigentlich, wenn sich Kühe nur von Schokolade ernähren würden? Also nicht die Zuckerversion, sondern Schokobohnen. Müsste ja eigentlich Schokomilch rauskommen. Abgesehen davon wären die viel zu bitter. Ich glaube, eine Kuh würde das gar nicht essen. So kann ich hier mal durch. Danke. Ich muss jetzt mal ein bisschen, Huch, was war das? Was ist denn mit... Oh Gott, die Kuh. Bleibst du wohl drin? Das hört sich doch gesund an. Warte mal, die Damen, Mädels, ich muss mal kurz. Ja, ja. Das hört sich sehr gesund an. Ich muss mal gerade ein bisschen schlafen gehen. Und ich muss hier noch irgendeine Wand. Ups. Ich muss mir da noch irgendeine Wand einfallen lassen. Ach, es muss auf jeden Fall was Helles sein. Und was nicht so strukturiertes. Vielleicht. Nee, lieber nicht. Vielleicht schlichte Wolle. Bräuchte ich aber noch ein bisschen. Hä? Weißt du schon. Da, es fühlt sich sehr gesund an. Na, hier noch jemand? Durch den Zaun, also bitte. Das ist ein richtig... Das ist ein biologisch wertvoller Kuhstall. Der ist sehr biologisch. Hier ist nämlich nur Biologie drin.
kommt doch nichts anderes rein. Wir haben Weizen gefüttert. Die sind alle, die freuen sich alle, haben alle Herzchen. Und es ist furchtbar laut hier drin. Boah, die stapeln sich hier schon. So, wir hatten 2 Stacks. Wie viel haben wir denn schon verwendet? Zu wenig. Ich glaube, viel mehr wird es ja auch nicht. Manche Kühe haben wenig Herzen. 75, wir hatten 128. Fast ein ganzer Stack schon hier reingedonnert. Die können ja schon wieder. Oh. Ich muss aufpassen, dass ich die Tür nicht aufmache. Hört sich auf jeden Fall gesund an. So, das reicht jetzt aber auch. So, dann gehen wir mal zu den Hühnern. Was ist denn hier los? Tschüss. Boah, war das laut. Hühner. Denen geht's auf jeden Fall auch sehr gut. Die müssten auf jeden Fall Eier produzieren. Davon gehe ich schwer aus. Das könnte man im Prinzip auch mit Rohren verknüpfen und dann bis zum Lager transportieren lassen. Oder ich baue den Hühnerhaufen einfach anders hin. So. Das war's schon. Sind hier nur 20 Hühner drin. Okay. 21. Gut. Viele Eier haben sie ja nicht. 4 mal 16 mal 12. Naja, gut, ein paar sind da schon. Gut, den Rest können wir wieder eintüten. Hier wartet noch ein sattes Weizenfeld. Boah, und wir hatten echt mal Hungerprobleme. La 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 la. So. Da. Kann auch alles. Passt das alles? Passt alles. Packen wir noch ein paar Eier rein. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Ein paar Kerzen könnte ich mir auch mitnehmen. Wie viel Kohle haben wir denn noch? 7. Ach so. Ach so, hier habe ich auch falsch geguckt. 9 Eisenblöcke, das ist ein, doch ein bisschen mehr Eisen, als ich dachte. So. Dam, dam, dam. Na, Kohle. Fackeln. 100 Kerzen müsste ja eigentlich reichen, ne? Okay, sind 96. Jetzt gucke ich nochmal, wo ich bin. Bin ich denn? 2272. Ja, das ist gut. Wo gehen wir denn hin? Geh mal in die Richtung. Wollte ich nicht eigentlich Kühe schlachten? Aber nicht mit dem Schwert. Ich wollte doch Kühe schlachten, damit ich Leder habe. Und ich brauche Leder, damit ich Bücher machen kann. Und ich brauche Bücher, damit ich verzaubern kann. Und ich wollte verzaubern, damit ich meine Level runterkriege, bevor ich wieder loslaufe. Also, fangen wir nochmal an. Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin. Nee, wir machen erstmal Landwirtschaft weiter. Entschuldigung. Achso, man kann sich jetzt auch andere Schwerter machen. Ich kann ja mal gucken. Schwert. Was wäre denn das hier? Steinlangschwert, Steinbund. Wie man das macht, steht aber nicht da. Breitschwert. Vegan. Option. Alumite Breitschwert. Alles ganz verschiedene Schwerter hier. Mhm. Schwertsockel. Was ist das? Schwertklinge. Ach so. Ah ja, die sind ja jetzt unterteilt. Nun gut. Hallo?
Ich habe die Schafe vergessen. Heute leicht verpeilt. Tut mir leid. Ja, die Schafe müssen auch, wenn ich vorhabe, eine Wollewand zu machen. Da brauchen wir ja weiße Schafe. Zumal müsste ich die mal scheren. So. Die fühlen sich bestimmt wohl in dem kleinen Feld. Apropos. So, jetzt ist es Zeit für einen Abschied. Achso. Einfach ein bisschen klicken, ich werde schon irgendwas treffen. Ist eigentlich übel, oder? Wir schaffen ein wenig Platz. Rennen die wenigstens nicht mehr so sich gegenseitig über den Haufen. So, müsste reichen. Bin ich ja mal gespannt, wie viele Leder wir haben. 35, naja. Verzeihung, darf ich immer durch? Ihr wisst schon, wer rauskommen wird, wird geschlachtet. Hallo? Okay, bleibt mal da hinten bei den Kleinen. Hast doch mal Glück gehabt. Alles hat seinen Preis. Altes Gothic-Zitat, tut mir leid. Wie viele Burger habe ich denn eingepackt? Burger. So, was machen wir mit dem Rohfleisch? Erstmal hier rein eintüten, wenn es noch geht. Ausgerechnet, das geht nicht. Ich habe jetzt alles andere eingepackt. So, wie viel haben wir denn hier? 50. Wie viele Bücher brauchen wir denn? 30, ne? Oder 15? Bücherregale? Was denn das? Kreativ-Werkzeug-Modifikator. Also nochmal. Achso, Papier. Habe ich überhaupt genug Bambus? Ich bin ja schlau. Ich glaube nicht. Nicht. 39. Das ist schon wenig. Dam, dam. Dam, dam. Habe ich echt keinen Bambus? Doch, da. Zuckerrohr, Bambus. Nee, das ist Zuckerrohr und das... Ach so. Ich habe noch kein Zuckerrohr angepflanzt. Was bin ich denn für einer? Da, 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 da. Pflanzen wir das doch mal an. Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen mit Level abmachen. Also Level wegmachen, besser gesagt. Es ist eh schon wieder abends. Wir gehen jetzt nochmal schlafen, gehen dann trotzdem in die Höhle, würde ich sagen. Risiko. Irgendwann werde ich schnell Luft gesprengt, dann ärgere ich mich ganz doll und dann spiele ich nie wieder. Nee, nee. Mich hat noch keiner aus den Socken gehoben. Also, dass ich nicht mehr spiele, meine ich. La. Ja. Die Bücher nehmen wir noch mit, damit wir noch ein paar Regale machen können. Naja, 7, immerhin. Habe ich jetzt echt 50 Leder aufgewendet? Nee, ich dachte schon. Schon sagen. 7 haben wir jetzt. Materialien und du. Gut. Schlafe nochmal eine Nacht drüber, dann wollen wir mal los. 2, 2 und 7, 2. Ist gemerkt. Da, 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 da. Summoner. Auch ein schönes Spiel gewesen. Hm, hier. Lass mich noch hinstellen. Die werde ich wahrscheinlich eh nochmal abnehmen. Da fallen ja keine... Also Bücher gehen ja dabei nicht kaputt, sondern nur...
Das, ne? Nur das Regal an sich. Bis auf den einen hier habe ich, glaube ich, die ganz gut hingestellt. So, was können wir denn machen? Ach so, ich sehe das nicht. Nee. Für 10 Level? Was soll ich mir für 10 Level machen? 14. Wohl eine Hacke lohnt schon am ehesten, ne? Gucken. Effizienz. Soll ich die verzaubern? Nee, da wäre ich am... Es wäre töricht. Das machen wir noch nicht. Ich mache das einfach nochmal. Immer noch 21 Level. Haltbarkeit und Effizienz. Naja. Ich wollte die einfach nur aufwenden. Ich habe jetzt nicht vorgehabt, irgendwie so was Ultra-Bombastisches zu kriegen, sondern ich wollte einfach die Level loswerden. Nicht, dass ich mich nachher ärgere und habe da nichts rausbekommen. Jetzt habe ich die Burger wieder weggepackt. Essen wir erstmal eine Erdbeere. La. Obwohl die nicht sehr satt machen, die Dinger, ne? Die werde ich später in den Rucksack packen, falls ich sie... Huch. Falls ich Platz brauche. So, dann versuche ich mal in Richtung der Heimat, der alten Heimat zu gehen und dabei eine Höhle zu finden. Ich hatte nicht vor, die Heimat zu finden, aber eine Höhle. Deswegen gucken wir mal, was wir da so finden können. Ich möchte auch unbedingt ein anderes Biom, damit wir ein bisschen, ja, noch ein bisschen was anderes sehen. Weil es ist, glaube ich, auch so, je nachdem, welches Biom du gerade betrittst, desto andere Steine, Edelsteine vor allem, gibt es dann auch im Untergrund. Wenn ich das jetzt richtig mir gemerkt habe.